Zum zweiten Mal wurde dieses Jahr auf dem Marstallplatz der Pavillon 21 Mini Opera Space aufgebaut. Mit diesem Gebäude, das allein schon durch seine spektakuläre Architektur ins Auge sticht, ist für die Münchner Opernfestspiele eine alternative Spielstätte zum Nationaltheater entstanden, mit einem vielfältigen Programm. Von Performance, Medienkunst und Vorträgen bis hin zu experimentellen Musiktheaterproduktionen. Im Zentrum stehen dieses Jahr zwei Auftragswerke der Bayerischen Staatsoper, Make No Noise von Miroslav Srnka und Undankbare Biester des ungarischen Theaterensembles Kreta Chör, eine Kammeroper für 7 Musiker, 4 Sänger und 5 Jugendliche. In diesem Stück geht es um Kindesmisshandlung. Die Hauptperson ist Dr. Jula Gatt, ein Psychologe, der mit misshandelten Jugendlichen arbeitet. In unserer Oper kommt ein neuer Patient zu ihm, Adam, der 7 Kinder ermordet hat. Allmählich ändert sich das Verhältnis des Arztes zu seinem Patienten, wenn er realisiert, dass es sich bei den getöteten Kindern um seine früheren Patienten handelt. His patient before were murdered by Adam. Undankbare Biester ist eine Reise in die eigene Vergangenheit und zugleich ein fast surrealer Trip in die Abgründe der menschlichen Psyche. Das Stück könnte als Paraphrase auf Herzog Blaubarts Burg von Bartok gesehen werden. Es gibt hier auch 7 verschiedene Stadien und Schritt für Schritt verliert der Arzt immer mehr die Kontrolle. Er ist eigentlich ein Spezialist für die Kontrolle über das Gehirn und muss nun erkennen, dass er selbst keine Kontrolle mehr hat und etwas aus seiner Vergangenheit erfahren muss, mit dem er sich vorher nicht beschäftigt hatte. Die Oper ist als Teamwork des Ensembles Kreta Chör entstanden, zu Deutsch Kreidekreis, mit dessen künstlerischem Leiter Arpad Schilling an der Spitze, dem Komponisten Marcel Dargay und dem Regisseur Márton Gyulyás. Nach intensiven Proben in Ungarn finden nun in München noch die letzten Vorbereitungen für die Uraufführung statt. Ich denke, die größte Überraschung der Musik von Undankbare Biester ist, dass die Erwachsenen und die Kinder kompositorisch absolut gleichberechtigt sind. Man hat nicht den Eindruck, dass die Kinder kleinere und leichtere Partien haben. Sie müssen auf demselben Niveau singen wie die Erwachsenen. Und das erzielt eine sehr beeindruckende Wirkung. So wie alle Figuren in Undankbare Biester mit einem dunklen Punkt in der Vergangenheit konfrontiert werden, so kreist auch Make No Noise, die zweite Auftragskomposition der Bayerischen Staatsoper für den Pavillon 21, um die Aufarbeitung persönlicher Traumata. Mit diesem Werk des tschechischen Komponisten Miroslav Srnka wurden Ende Juni die Münchner Opernfestspiele eröffnet. Das Ganze ist eine gewisse Studie für unser ganzes Team, was kann man mit der Oper heutzutage machen. Also wir mussten uns ja diese Frage ganz am Anfang stellen, warum lassen wir die Menschen überhaupt auf der Bühne singen? Das mag bei Puccini noch absolut natürlich zu klingen. Heutzutage muss sich, denke ich, jeder Komponist oder Librettist diese Frage ganz am Anfang stellen. Und wir haben uns die gerade in dem Kontext der Kommunikation und dieser Therapie und allen diesen Fragen gestellt. Und da haben wir auch die Wege gefunden, warum man die Menschen eigentlich auf der Bühne wieder mal singen lässt. Ein Mann und eine Frau, die beide ein traumatisches Erlebnis hinter sich haben, begegnen sich und lernen Schritt für Schritt, sich zu öffnen und miteinander zu sprechen. Zunächst herrscht nur das Schweigen. Schließlich finden sie jedoch im Gesang die einzig mögliche Sprache, um miteinander zu kommunizieren und damit ein Stück weit ihre Vergangenheit zu bewältigen. Dort, wo die Worte eigentlich nicht mehr die Möglichkeit haben, eingesetzt zu werden, muss ein neues Kommunikationsmittel gefunden werden. Und wir haben uns entschieden, das durch Singen zu machen. Die Entwicklung von der Unfähigkeit, sich zu äußern, bis hin zum zwischenmenschlichen Kontakt durch Gesang, zeichnet Miroslav Srnka auch in seiner Kompositionsweise für die Stimme nach.
Das Stück dauert 100 Minuten und die Hauptdarsteller singen oder fast nicht singen am Anfang absolut anders, als sie das zum Schluss tun. Also es gibt einen langen Bogen einer Entwicklung von einer Gesangsstimme, die zu einer gewissen Freiheit zum Schluss kommen sollte. Make No Noise und Undankbare Biester. Zwei Werke über psychische Probleme und verschiedene Lösungsansätze. Aber auch zwei Stücke Musiktheater, die Oper als zeitgemäße und lebendige Kunstform präsentieren. Applaus